Foyer. Franz Grundheber zählt zu den bedeutendsten Wozzeck-Interpreten unserer Zeit. Hier zu sehen in einer Inszenierung der Wiener Staatsoper aus dem Frühjahr 1987. Sein 40-jähriges Bühnenjubiläum im Jahr 2006 nutzte der Star-Bariton für einen Seitenwechsel. Für die Oper Trier inszenierte er erstmals selbst und wählte sich für sein Debüt den Wozzeck von Alban Berg. Im Mater Gloriosa Verlag erschien dazu jetzt ein knapp 200-seitiger Bildband mit Fotografien von Armin Lücke.